Fahrt zu einem Mafia-Killer, der 30 Menschen ermordet haben soll. Der Treffpunkt ist geheim. Nur wenige kennen seinen Aufenthaltsort. Giorgio Basile wird von den italienischen Behörden versteckt. Er hat die Omerta, das Gesetz des Schweigens, gebrochen. Jetzt wird er von der Mafia gejagt. Es ist die Regel, wer Verrat gebracht hat, stirbt. Wenn sie mich finden, werden sie mich umbringen, das ist klar. Es hat nicht heute zu, es kann auch morgen in 10 Jahren sein, aber es wird irgendwann geschehen. 1998 wird Basile von der Kripo im Allgäu verhaftet. Ein spektakulärer Coup. Er war gnadenlos konsequent. Er konnte alle Personen ausschalten und eliminieren, die ihm gefährlich wurden. Und das hat er auch getan. Basile war sicher ein Killer, wie aus dem Romanheft, wie man ihn sich im Film vorstellt. Basiles Welt ist die dunkle Welt der Mafia. Der 'Ndrangheta, wie sich die ehrenwerte Gesellschaft im süditalienischen Kalabrien nennt. Morde auf offener Straße, Kriege unter verfeindeten Clans. Basile ist dabei. Mein erster Mord war schön. Das war vielleicht mal einer meiner schönsten Tage. Ich weiß, das hört sich jetzt grausam an, aber so war's. Wie könnt ihr Mitglied werden? Geht einfach auf unsere YouTube-Startseite und drückt den Mitgliedsbutton. Gegen eine monatliche Gebühr von 4,99 Euro erhaltet ihr vorab exklusiven Zugang zu unserem Content.